Ja, guten Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir haben genau 19:30 Uhr, zumindest auf meiner Uhr. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich über die große Resonanz für den Vortrag von Professor Ulrich Schmidt. Bevor ich jetzt ganz kurz einleite, möchte ich mich bei Herrn Professor Schmidt ganz, ganz herzlich bedanken. Er ist weit weg von uns in Singapur. Da ist es jetzt 2 Uhr morgens. Und das freut mich sehr, Herr Schmidt, dass Sie sich trotz allem da nicht haben abschrecken lassen und heute zu uns sprechen. Zunächst mal ganz, ganz herzlich willkommen. Ich werde gleich noch 2 Sätze zu Ihrer Person sagen. Ich habe die riesige Bitte, dass Sie Ihr Mikrofon vorläufig einfach ausschalten, ja, einfach auf stumm schalten, damit wir bei so vielen Teilnehmern jetzt keine Störung haben. Wie gesagt, Sie werden Gelegenheit haben, nachher Ihr Mikrofon einzuschalten. Sie können Ihre Fragen in den Chat schreiben. Sie werden genügend ausreichend Gelegenheit haben, sich zu melden. Wir haben auch verabredet, dass der Vortrag aus 3 Teilen besteht, sodass Sie nicht ganz bis ans Ende warten müssen, sondern zwischendrin es auch schon einen Frageblock gibt, wo Sie Ihre Fragen adressieren können. Ich denke, ich habe nur die Bitte jetzt zu Beginn, dass Sie sich einfach aktiv stumm schalten. Ja, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir den Vortrag aufzeichnen. Ich verspreche Ihnen aber, dass wir die Frageteilen in der Mitte oder jeweils rausschneiden werden. Ja, das ist also nicht zu hören. Es wird dann später nur der reine Vortrag zu hören sein. Thema heute Abend, Sie haben es ja gelesen, ist Putins entgrenzter Krieg, so der Titel eben. Heute genau sind es 3 Wochen her, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat. Ich darf gerade noch mal kurz aktiv stumm schalten, weil das stört sonst. Ich bitte Sie einfach ganz herzlich darauf zu achten, dass Sie sich jetzt gerade momentan stumm schalten, damit wir keine Störungen haben. Also heute vor genau 3 Wochen hat der Krieg, der Angriffskrieg, der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Die Analysen stimmen weitgehend überein. Putin hat die Situation falsch eingeschätzt. Diese Übertragung des Modells der Annexion der Krim ist gründlich schiefgeschlagen. Ein schneller Krieg ist nicht möglich. Er hat die Moral der ukrainischen Verteidigung gewaltig unterschätzt. Er hat die Führungsstärke auch der ukrainischen Führung falsch eingeschätzt. Es gibt wie immer bei einem Krieg hohe Verluste, eben auch unter der Zivilbevölkerung. Mit Zahlen muss man ja sehr vorsichtig sein. Aber es gibt jetzt gerade von der ukrainischen Seite Rückmeldungen, dass allein in Mariupol über 2000 Zivilisten getötet worden seien. Das heißt, der Krieg ist wie jeder Krieg auch ein schmutziger Krieg inzwischen. Es wird zivile Infrastruktur getroffen. Laut dem UNHCR sind inzwischen auch 3,1 Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten in Polen, den direkten angrenzenden Staaten, aber auch bei uns in Deutschland merken wir, das kann ich aus der Sicht der Volkshochschule berichten, jetzt täglich, dass wir mit mehr geflüchteten Menschen zu tun haben, die in erster Linie natürlich auch bei vielen hier lebenden ukrainischen Familien ankommen. Mir ist eine Familie bekannt geworden aus Garching hier in unserem Einzugsgebiet, die 14 Personen aufgenommen hat. Das ist schon wirklich ausgesprochen beeindruckend. Und auch wir als Volkshochschule werden uns damit beschäftigen müssen. Die Situation. Und das ist das Thema heute Abend. Es gibt ja sehr, sehr viel Informationen. Sie können ja keinen Sender einschalten, kein Radioprogramm hören, wo Sie nicht permanente Berichterstattung über die Ukraine bekommen. Und man fragt sich natürlich, braucht es dazu noch einen weiteren Vortrag? Aber was ich eben auch feststelle, ist, es gibt doch immer das Bedürfnis, einfach noch durch Fragen zu vertiefen. Man braucht auch Gelegenheit, mit mehr Zeit einfach bestimmte Gedanken ein bisschen umfassender ausbreiten zu können. Und heute soll es darum gehen, einen Aspekt zu vertiefen, den wir beim letzten Vortrag, wo wir uns enger auf die Historie der Ukraine beschäftigt haben. Heute geht es eher darum, dass man so ein bisschen die russischen Intentionen, Ambitionen genauer beurteilen kann, dass man sich mit der Person Putins und seinem Führungssystem näher beschäftigt und natürlich, dass man neben der politischen Analyse auch probiert, eine Einschätzung zu geben, wohin könnte es jetzt als Szenario weitergehen. Der Gast heute Abend ist Professor Ulrich Schmidt. Herr Schmidt, Sie haben Slawistik, Germanistik, Politologie an Zürich, Heidelberg, Leningrad studiert.
Sie sind Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands und Prorektor für Außenbeziehungen an der Universität St. Gallen. Sie haben eine ganze Reihe von Büchern. Darf ich Sie noch mal bitten, sich einfach stumm zu schalten? Das ist wirklich ganz wichtig jetzt im Moment, dass Sie da aktiv drauf achten. Sie haben eine ganze Reihe von Büchern publiziert, die sich eben mit russischer Kultur und Gesellschaft beschäftigt haben. Ich möchte ein Buch besonders hervorheben, Technologien der Seele vom Verfertigen der Wahrheit in der russischen Gegenwartskultur, ein Buch, das schon 2015 erschienen ist, wo man sehr genau, wo Sie sehr genau darüber nachgedacht haben, wie auch die russische Gesellschaft schon ein Stück weit kommunikativ eingestimmt wird, wie auch die Manipulationstechniken, wie Meinung gebildet wird, wie man die Wahrnehmung außenpolitischer Situation, innenpolitischer Verhältnisse, auch die Einschätzung des Putin selbst versucht, ein Stück weit zu formen und zu formieren. Und das ist natürlich ein fantastischer Hintergrund eben auch für die Diskussion heute. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und wie gesagt, Sie haben jetzt erstmal das Wort. Wir werden aber eine Zäsur haben nach dem ersten Teil. Und da sind Sie dran und können gerne Ihr Mikrofon einschalten, Ihre Fragen stellen. Sie können sie vorab schon aber auch im Chat stellen. Ja? Schreiben Sie sie einfach in den Chat rein, dann werde ich mich darum bemühen, die Fragen dann nachher weiterzuleiten. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, ganz großen Respekt nochmal für die frühe Morgenstunde heute. Das finde ich ausgesprochen beeindruckend. Es ist ja fantastisch, was die Form des Online-Vortrags zulässt, ja? Dass wir sozusagen weltumspannend heute eine solche Veranstaltung überhaupt organisieren können. Ja? Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, guten Abend und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Eben gefühlt ist bei mir immer noch abends um 7:30, aber eben die Zeitumstellung kickt jetzt dann wahrscheinlich ein. Ich bin erst gestern angekommen hier in Singapur. Gehen soll es heute also um das Thema Putins entgrenzter Krieg. Und hier sehen Sie, was Sie erwartet. Ich habe drei Teile vorgesehen. Der erste Teil beschäftigt mich mit Putin. Das ist eine Frage, die uns alle spätestens seit dem 24. Februar umtreibt. In einem zweiten Teil soll es dann um die Geopolitik gehen, die natürlich jetzt eben von verschiedenen Seiten auch instrumentalisiert werden. Und ich versucht dann abzuschließen mit drei Szenarien, wie dieser Krieg weitergeht. Und eben da können wir dann natürlich auch gerne ins Gespräch kommen bei diesem dritten Teil. Wer ist Putin? Ich habe, wie Herr Stetz schon gesagt hat, 2015 ein Buch geschrieben, Technologien der Seele, in dem Putin eigentlich nicht vorkommt. Und ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass die Konzeption, die ich damals angewandt habe, auch heute noch gilt. Ich glaube nicht, dass Putin eben ein Diktator à la Stalin ist, sondern ich glaube, dass Putin jemand ist, der sein Herrschaftssystem ganz, ganz deutlich auf bestimmte Kommunikationstechniken abstützt. Und die Grundthese dieses Buchs hier ist, dass das, was wir heute die Staatspropaganda nennen in Russland, nicht einfach eben eine Propaganda nach sowjetischem Vorbild ist, sondern dass das vielmehr eben mit höchstmoderner Werbung zu tun hat, die oft gar nicht eben als Werbung oder Propaganda erkannt werden kann. Und das ist ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man die russische Bevölkerung mit irgendwelchen Inhalten beeinflussen kann, sondern ich glaube, dass eben die Propaganda-Inhalte, die wir jetzt im öffentlichen Raum in Russland sehen, in der einen oder anderen Form immer schon vorhanden gewesen sind in der neuen russischen Kulturgeschichte und eben durch solche Beeinflussungstechniken des Kremls aktiviert werden und nicht neu geschaffen. Wer ist also Putin? Sie kennen wahrscheinlich die Biografie von Putin in
Grobzügen. Putin wird in diesem Jahr 70 Jahre alt werden. Das ist noch nicht alt. Er ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre in formellen und informellen Positionen an der Macht in Russland. Er stammt aus ganz ärmlichen Verhältnissen in Leningrad. Und als er seine Präsidentschaft angetreten hat, Anfang der 2000er Jahre, hat er als erstes auch ein Interviewband veröffentlicht. Der heißt eben aus erster Hand. Und die meisten Informationen, die wir über sein Leben kennen, stammen aus diesem Interviewband. Und man muss das aber natürlich alles mit Vorsicht genießen. Putins Biografie ist nicht irgendwie objektiv bekannt, sondern seine Biografie wird eben wie eine Legende eines Spions konstruiert und die einzelnen Elemente, die Putin selbst einspielt in den öffentlichen Diskurs, die haben natürlich immer eine ganz bestimmte Funktion. Und eben die erste Information, auf die er hinweist, ist, dass er sagt, eben in seiner Kindheit sei es rau zu und her gegangen, man hätte sich oft in den Hinterhöfen gegenseitig verprügelt, und mit einem gewissen Stolz hat er gesagt, er sei ein Rowdy, und für ihn sei dann der Kampfsport sehr, sehr wichtig geworden. Und ich denke, was wir heute sehen mit diesem Krieg in der Ukraine, das ist Folgendes. Putin hebt gewissermaßen diese Hinterhof-Rivalität zwischen verschiedenen Mafiabanden auf die internationale Ebene und versucht jetzt zu zeigen, eben, dass er und seine Bande die Stärkeren sind. Nachher ist er in den KGB eingetreten. Er hat selber darauf hingewiesen, dass er als junger Mann einfach geklingelt hat beim KGB Quartier in Sankt Petersburg und gefragt, ob er Mitglied im KGB werden könne. Und darauf hat man ihm beschieden, erstens müsse er was studieren und zweitens suche man sich seine Mitarbeiter selber aus. Und Putin ist dann hingegangen, hat tatsächlich ein Jurastudium absolviert und ist dann, hat eine KGB-Ausbildung durchlaufen. Er ist dann, eben das ist auch bekannt, in Dresden stationiert worden und hat dort eigentlich eben ein Trauma erlebt, nämlich das Zusammenbrechen der DDR, das Zusammenbrechen der Staatsmacht. Und vieles in seiner Innen- und Außenpolitik kann eigentlich gedeutet werden als Reaktion auf dieses Trauma. In einem der Interviews beschreibt Putin, wie er die aufbegehrende Masse in Dresden am Ende der DDR versucht hat zu beschwichtigen und sogar die Wache aufmarschieren lassen hat, um diese Demonstration in den Griff zu bekommen. Und eben das Zusammenbrechen von Staaten, die Schwäche von staatlicher Macht, das ist etwas, was sich tief in das Bewusstsein von Putin eingegraben hat. Als die russischen Geheimdienstler dann nach dem Zusammenbruch der DDR abgezogen sind, hat Putin zunächst eine Stelle in der Stadtverwaltung Leningrad angenommen und war dort auch zuständig für Außenbeziehungen. Aus dieser Zeit stammen auch viele Freundschaften von Putin. Für ihn war schon damals eigentlich absolute Loyalität wichtig. Und es gibt zum Beispiel den Chef der heutigen Erdölfirma Rosneft, Sechin, der eben einer dieser alten Leningrader Freunde von Putin ist. Aber auch eine ganze Reihe von Oligarchen stammt aus dieser Zeit, und da hat es auch eben sehr viele Geschäfte unter der Hand und Begünstigungen gegeben. Gegen Ende der 90er Jahre hat dann Putin einen steilen Aufstieg hingelegt. Er ist zuerst Chef des Geheimdienstes FSB geworden für kurze Zeit, und nachher haben ihn die Königsmacher im Kreml als Nachfolger von Jelzin
zunächst ins Premierministeramt gehievt und später dann ist er sehr schnell zum Präsidenten in der Russländischen Föderation gewählt worden. Und man muss wissen, dass Russland ein superpräsidiales System hat. Das heißt also, der Präsident kann direkt in die Regierungsgeschäfte eingreifen, ganz anders als in Deutschland. Und Putin eben hat diese Macht in den letzten 20 Jahren sehr, sehr konsequent ausgeübt. Was sind so die ideologischen Grundlagen, auf die sich Putin bezieht? Grundsätzlich muss man sagen, dass Putin ein Eklektiker ist. Also er nimmt eigentlich seine ideologischen Inhalte dort, wo er sie finden kann, und er setzt sie auch in als Puzzle Teile ein in seiner großen Ideologie eines tausendjährigen Russland, das ganz klar eben aus den drei eng verwandten Stämmen Belarus, Ukraine und Russland besteht. Putin verwendet hier gerne die religiöse Metapher der Dreieinigkeit. Also genauso wie die göttliche Trinität gehören auch die drei ostslawischen Völker zusammen und bilden eigentlich ein heiliges Ganzes. Und er bezieht sich hier zum Beispiel auf diesen Philosophen, Ivan Ilin, der eine interessante Biografie hat. Ilin ist vor den Bolschewiki geflohen nach der Oktoberrevolution, hat dann einige Zeit in Berlin verbracht und er kam da in eine sehr seltsame Lage. Auf der einen Seite hat er über eine gewisse Zeit durchaus auch eben Sympathien für den deutschen Nationalsozialismus gehegt. Er hatte aber eine jüdische Frau und es gelang ihm dann in letzter Minute im Jahr 1938 durch die Vermittlung des Komponisten Sergei Rachmaninow eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu bekommen. Und er hat dann den Rest seines Lebens in Zollikon bei Zürich verbracht. Und Sie sehen an seinen Lebensdaten, er ist ein Jahr nach Stalin gestorben und hat eigentlich die schon während seines Lebens, das er in der Mitte des 20. Jahrhunderts geendet hat, darauf gehofft und darauf hingearbeitet, dass es ein postkommunistisches Russland geben werde. Und er hat zum Beispiel auch eine Verfassung für ein postkommunistisches Russland entworfen. Und auf den Inhalt gehe ich dann gleich ein. Als Fußnote möchte ich noch anmerken, eben, dass Putin sehr, sehr hohe Stücke hält auf Ilin. Er hat die Gebeine von Ilin exhumieren lassen und 2005 in einem Kloster bei Moskau neu bestatten lassen und war auch persönlich bei dieser neuen Bestattung dann anwesend. Und hier sehen Sie, was eigentlich die Grundprinzipien von Ilins Rechtsphilosophie ist. Ilin war ein überzeugter Monarchist und glaubte, dass das westliche System einer Demokratie, einer Repräsentativdemokratie, schädlich sei für Russland. Warum? Weil Ilin davon überzeugt war, dass eben vor allem das amerikanische System der Checks and Balances eigentlich Ausdruck einer politischen Misstrauenskultur sei. Die verschiedenen Gewalten in einem westlichen Staat misstrauen sich und halten sich eben die ganze Zeit in einem Spannungszustand. Und umgekehrt hat Ilin aber gesagt, nein, für Russland brauchen wir eine politische Vertrauenskultur, eben gerade keine Checks and Balances, sondern eben so eine patriarchalische politische Struktur. Der Staat ist eine Familie und eben das Volk muss nicht ein Misstrauen zum Staatsoberhaupt haben. Es geht nicht darum, das Staatsoberhaupt zu wählen oder sogar abzuwählen, sondern das Staatsoberhaupt soll gewissermaßen im Vertrauen des Volkes ruhen. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass das eine höchst attraktive politische Ideologie war für Putin.
der auch eben seine Herrschaft sehr, sehr gerne mit Rückgriff auf zaristische Bilder vorangetrieben hat. Aber auch hier muss man sagen, nicht, das ist kein russisches Alleinstellungsmerkmal. Nicht, also wenn Sie den französischen Präsidenten anschauen, nicht, also da gibt es auch ganz klar in der Herrschaftssymbolik Anklänge an die imperiale frühere Zeit. Ich habe gesagt, Putin ist ein Eklektiker, das sieht man vor allem auch bei einer der wichtigsten Stützen seiner Herrschaft, nämlich dem Militär. Er hat zum Beispiel im Jahr 2013 per Ukas das Semjonowski-Regiment wieder eingeführt. Also wenn Sie Tolstoi lesen, dann spielt zum Beispiel das Semjonowski-Regiment eine große Rolle. Das war eines der Elite-Kavallerie-Regimenter unter den Zaren. Und Putin eben schließt gerne an diese große zaristische imperiale Vergangenheit, die er eigentlich verlängern will, in seine Gegenwart hinein. Dann gibt es aber auch Anleihen bei der Sowjetunion. Putin hat nie den ökonomischen Kommunismus und die administrative Kommandowirtschaft verteidigt. Schon 1999, also noch bevor er offiziell zum Präsidenten gewählt wurde, hat er einen programmatischen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Russland an der Jahrtausendwende. Und da hat er ganz klar gesagt, eben der Sowjetkommunismus als Wirtschaftsform ist eine Sackgasse und wir müssen Russland wirtschaftlich modernisieren. Gleichzeitig gab es aber immer auch Versuche, das Herrschaftssystem unter Putin gewissermaßen in sowjetischen Kategorien zu beschreiben. Und hier sehen Sie einen solchen Versuch einer Politberatungsfirma, die von einem Politbüro 2.0 gesprochen hat. Also die haben gesagt, dass eigentlich die Herrschaft in der Russländischen Föderation genauso aufgebaut ist wie während der Sowjetunion. Und das große Paradox während der Sowjetunion war ja, dass eigentlich der Staatslenker kein Staatsamt hatte. Aus dem einfachen Grund, weil Stalin, als er an die Macht kam, das Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei innehatte. Und das ist aber eben nur ein Parteiamt und kein Staatsamt. Noch Gorbatschow ist an die Macht gekommen als Generalsekretär der Partei, der Kommunistischen Partei. Und erst ganz am Schluss, als das Auseinanderfallen der Sowjetunion schon klar war, hatte man noch hastig ein Präsidentenamt eingeführt und Gorbatschow als Präsidenten installiert. Das war aber schon zu spät. Also wichtig ist hier eben das Zusammenspiel von formalen und informalen Machtpositionen. Also in diesem Politbüro 2.0 sind auch Oligarchen drin, die eigentlich gar kein verfassungsmäßiges Regierungsamt haben. Dasselbe kann man eben auch bei der Militärsymbolik wieder beobachten. Es gibt eben nicht nur Anleihen an die zaristische Tradition, sondern hier hat zum Beispiel eine Spezialeinheit des Innenministeriums den Namen von Felix Dzerzhinsky zurückerhalten im Jahr 2040. Felix Dzerzhinsky war einer der brutalsten Schlechter in der frühen Revolutionszeit und eigentlich der Begründer der politischen Geheimpolizei in Russland. Und eben Felix Dzerzhinsky kommt hier zu unverhofften Ehren, nachdem eigentlich eben sein Denkmal vor der Lubjanka, also dem Moskauer Sitz des FSB, also des russischen Geheimdienstes, schon gestürzt worden war. Dann gibt es hier eben auch noch andere Anleihen bei der nicht offiziellen Ideologie. Und hier muss man auf den Sohn der Dichterin Anna Akhmatova hinweisen. Anna Akhmatova kennen Sie vielleicht, ist eine der berühmtesten Lyrikerinnen im 20. Jahrhundert in Russland. Und sie hat einen Sohn gehabt,
mit dem Namen Lew Gumiljow. Der Vater von Lew Gumiljow war eines der ersten Opfer der bolschewistischen Gewaltherrschaft und ist 1921 hingerichtet worden. Und Lew Gumiljow hat eine interessante Theorie vorgelegt und formuliert, die auch heute noch eine Rolle spielt im Kreml und vor allem auch bei Putin persönlich. Er hat nämlich eine Theorie der Ethnogenese formuliert. Was ist Ethnogenese? Gumiljow interessiert sich dafür, wie ein Volk überhaupt entsteht, wie ein Volk zur Blüte kommt und wie ein Volk auch wieder absteigt. Und um gewissermaßen diese Geschichtsdynamik zu erklären, hat Lew Gumiljow das Konzept der Passionarität eingeführt. Passionarität kann man übersetzen mit Leidenschaftlichkeit, und Gumiljow geht davon aus, dass jedes Volk einen leidenschaftlichen Aufstieg hat, wo es dann geschichtsmächtig wird, dann aber an Spannung und Elan verliert und dann wieder absteigt. Und er hat das in einem seiner Bücher so versucht darzustellen. Sie sehen, dass es hier um relativ lange Zeitspannen geht. Also vom Aufstieg bis zum Niedergang nimmt Gumiljow hier 1200 Jahre an. Und Sie sehen, dass so in einem Zeitraum von etwa 300 Jahren ein Volk zur Blüte gelangen kann und dann wieder absteigen kann. Diese Theorie ist natürlich auch für den Kreml und Putin sehr attraktiv gewesen, weil man hier sieht, dass Russland eben sich möglicherweise eben auf so einer aufsteigenden Kurve befindet, seit 2000, seit dem Beginn von Putins Herrschaft. Und hier geht es eben darum, Putin als passionarischen Führer in der Psyche der allgemeinen Bevölkerung zu verankern. Und hier sehen Sie einen Beleg. Putin muss ja jedes Jahr eine Rede zur Lage der Nation halten. Und im Jahr 2012 hat er Folgendes gesagt: wer nach vorne streben wird und wer ein Außenseiter bleiben und dabei unausweichlich seine Selbstständigkeit verlieren wird, hängt nicht nur vom ökonomischen Potenzial, sondern vor allem vom Willen jeder Nation ab, von ihrer inneren Energie, wie Lew Gumiljow gesagt hat, von ihrer Passionarität, von der Fähigkeit, sich nach vorne zu bewegen und Veränderungen durchzusetzen. Und wenn wir solche Sätze natürlich vor dem Hintergrund dessen lesen, was seit dem 24. Februar in der Ukraine passiert, läuft es uns natürlich kalt den Rücken runter. Hier sehen Sie auch eben, wie Putins Ideologie noch weiter ausgreift, also nicht nur zurück zur Zarenzeit, sondern sogar eben bis zurück in die Kiewer Rus. Das ist das erste ostslawische Staatsgebilde im 10. Jahrhundert. Und der wichtigste Staatslenker war Fürst Wladimir, der auch die Kiewer Rus christianisiert hat. Sie sehen hier Putin bei der Einweihung dieses Denkmals, das direkt vor dem Kreml steht im Jahr 2016. Und eben mit dieser weißen Haube direkt links von Putin sehen Sie den Patriarchen Kirill, der sich ja auf skandalöse Weise komplett hinter Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gestellt hat in den letzten Tagen und Wochen. Warum ist dieses Denkmal wichtig? Eben Wladimir war nie in Moskau, konnte nie in Moskau sein, weil es im 10. Jahrhundert Moskau gar nicht gab. Aber Putin leitet den aktuellen russischen Staat direkt eben von der Kiewer Rus her im 10. Jahrhundert und konstruiert daraus eben eine angeblich tausendjährige Staatlichkeit Russlands, die eben ihren Ursprung in der Ukraine genommen hat, in Kiew, das aber von Putin und seiner Entourage eben nicht als ukrainisch, sondern als russisch wahrgenommen wird.
Und Sie alle haben natürlich auch diesen Artikel wahrgenommen über die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Dieser Artikel ist in ukrainischer Sprache eine Premiere im Juli 2021 auf der Webseite des Präsidenten erschienen und eben viele Politikwissenschaftler und Historiker, unter anderem auch ich, haben diesen Text belächelt und ihn abgetan als eben eine persönliche Obsession von Putin, der sagt, eben die Russen und die Ukrainer seien ein Volk. Und eben ich zumindest musste am 24. Februar meine Einschätzung der Lage radikal revidieren. Was man bei Putin sehr deutlich beobachten kann, ist eben dieses Projekt einer russländischen Nation mit russischem Kulturkern. Eben diejenigen von Ihnen, die ein bisschen Russisch können, können das nachvollziehen an den beiden russischen Adjektiven für Russisch bzw. Russländisch, Ruski oder Rassiski. Rassiski bezieht sich auf Rassia. Das ist der Staatsname, offiziell Rassiska Federatia, also die Russländische Föderation. Die Russländische Föderation, da leben nicht nur Russen drin, sondern 144 andere Nationalitäten. Und die Russländische Föderation ist eine asymmetrische Föderation, also anders als die Schweiz oder die Bundesrepublik Deutschland, die mehr oder weniger symmetrische Föderation sind, und die einzelnen Föderationselemente sind auf einer gleichen Ebene, und in Russland ist das ganz anders. Also da gibt es Städte von föderaler Bedeutung wie Moskau, Petersburg oder neuerdings Sewastopol. Da gibt es einzelne Gebiete, da gibt es Teilrepubliken. Das sind eben die 85 Föderationssubjekte. Und Putin geht jetzt davon aus, dass eben diese russländische Identität zusammengehalten werden muss durch einen russischen Kulturkern im engeren Sinne. Und Russisch-Ruski bezieht sich hier auf die russische Sprache, die russische Literatur, die russische Kultur im engeren Sinne, die gewissermaßen eben wie ein Magnet hier wirken soll. Und eben das, was Putin jetzt in politisches Handeln übersetzt hat, ist eigentlich hier schon in dieser Konzeption angelegt. Putin wollte sogar ein Gesetz anregen über die russländische Nation im Jahr 2016. Das ist dann aber abgeschmettert worden von nicht-russischen Teilrepubliken wie zum Beispiel Dagestan oder Tatarstan, denen eben auch diese Vorstellung eines russischen Kulturkerns entschieden zu weit ging. Gut, dann stoppe ich jetzt vielleicht hier ein erstes Mal und gebe Gelegenheit zu Fragen. Ich schalte gerade mein Mikrofon auf. Wie gesagt, Sie haben jetzt Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Schreiben Sie sie einfach in den Chat rein oder schalten Sie einfach Ihr Mikrofon an. Sie können einfach die Hand heben, dann rutschen Sie nach vorne und wir können Sie reinnehmen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Herr Professor Schmidt, für diesen ersten Aufschlag, der sich so ein bisschen mit der Biografie von Putins beschäftigt hat. Was Sie skizziert haben, ist ja doch nochmal eine sehr viel differenziertere Betrachtung als vielleicht so vorschnelle Analysen, die man heute ja sehr häufig liest. Ja, da wird Putin ja in erster Linie unter psychologischen Kategorien betrachtet. Ja, also man diagnostiziert fast schon psychotische Zustände als Erklärachse. Sind Sie der Meinung, dass solche Erklärmodelle jetzt vollkommen fernliegen, oder ist da was dran? Ja, das sind natürlich Fragen, die jetzt oft gestellt worden werden. Nicht, ist Putin verrückt? Ist er paranoid? Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen, wenn wir in dieser Richtung weiter denken. Ich glaube, man kann das auch historisch vergleichen mit der späten Regierungszeit von Stalin. Stalin hat ja auch niemanden mehr an sich herangelassen. Er hatte auch einen engen Kreis von Mitarbeitern und Untergebenen, die ihm loyal gehorcht haben. Er hat auch keinen Widerspruch mehr gehabt in seinem innersten Machtzirkel, und er hat am Schluss tatsächlich auch überall Verräter
vermutet. Und eben, wenn man jetzt Putins Rede von vor 2 Tagen analysiert, nicht, also wo er auch wieder von Ungeziefer spricht, das ist genau die Rhetorik des großen Stalin-Terrors in den 30er Jahren, also wo es einfach eine Wahrheit gibt und alle, die nicht an dieser ideologisch hochgezüchteten Wahrheit teilhaben wollten, die wurden eigentlich als Unmenschen, Ungeziefer und so abqualifiziert. Und ich denke eben, was man jetzt vielleicht beobachten kann, ist tatsächlich so ein sich einpuppen von Putin in einer relativ engen großrussischen imperialen Ideologie. Und Covid hat ja auch nicht geholfen. Er hat sich in den letzten 2 Jahren extrem isoliert, hat kaum jemanden an sich herangelassen, der eine persönliche Audienz bei ihm wollte, musste sich erst 2 Wochen in Quarantäne begeben. Und eben, ich fürchte, er hat keine Gesprächspartner mehr gehabt und seine engsten Mitarbeiter wie Außenminister Lavrov und Verteidigungsminister Shoigu haben eigentlich eben nur noch abgenickt, was Putin gesagt hat. Also ich jetzt sehe die erste Frage. Könnten Sie bitte nochmal sagen, welche Staaten zu der Trinität zu zählen sind? Ja, das sind Belarus, politisch unkorrekt kann man auch Weißrussland sagen, und die Ukraine und Russland oder näherhin Großrussland. Das sind die 3 großen ostslawischen Völkerschaften, die ja auch eben kulturgeschichtlich eng miteinander verwandt sind, aber über eigene Sprachen und eigene Nationalprojekte verfügen. Und eben ein Element von Putins Geschichtspolitik ist sein Zorn auf Lenin. Und er lehnt Lenin nicht mal so sehr ab, eben weil er den Sowjetkommunismus als Wirtschaftsform eingeführt hat, sondern er lehnt ihn ab, weil er den Sowjetkommunismus, die Sowjetmacht als Föderation eingeführt hat. Und schon seit einigen Jahren sagt Putin bei allen Gelegenheiten, nicht, also Lenin hätte einen großen Fehler gemacht, als er eben bei der Gründung der Sowjetunion 1922 die belarussische Sowjetrepublik und die ukrainische Sowjetrepublik als eigene Sowjetrepubliken neben der russischen Sowjetrepublik etabliert habe, eben weil damit gewissermaßen schon das Auseinanderbrechen im Jahr 1991 vorprogrammiert gewesen war. Allerdings muss man hier eben auch noch als Fußnote anbringen, Stalin hatte ja durchgesetzt, als die UNO gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in der Vollversammlung die ukrainische Sowjetrepublik, die belarussische Sowjetrepublik noch zusätzliche 2 Sitze kriegten in der UNO-Vollversammlung. Und das hat man natürlich dann, wie soll ich sagen, gerne gesehen in dieser sowjetimperialen Vergangenheit. Und aber eben jetzt möchte Putin eben diese alte Einheit dieser 3 ostslawischen Völker wiederherstellen. Es ist eine weitere Frage eingegangen. Ich erinnere mich an die Rede im Deutschen Bundestag von Putin. Hat man hier Putin falsch eingeschätzt und konnte er die Welt täuschen? Obama hat ihn ja stets als Lügner bezeichnet. Ja, das ist eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht. Ich habe jetzt tatsächlich nach dem 24. Februar genau diese Rede noch einmal angeschaut. Sie können sie ganz einfach auf der Webseite des Bundestags auch noch mal nachlesen. Und eben, man hat ja oft eben dieses Bekenntnis zum gemeinsamen europäischen Haus, zum Dialog hervorgehoben. Aber wenn Sie nochmal in die Rede reingehen, dann sehen Sie, dass im Prinzip dort die Obsession mit der NATO, über die ich nachher gleich noch sprechen werde, schon das dominante Thema war. Nicht? Also diese Rede im Deutschen Bundestag wurde im September 2001, nein, nicht im September, im Jahr 2001 gehalten. Und mittlerweile weiß man auch, dass der Ton dieser Rede von Putin, die ja teilweise auf Deutsch gehalten wurde, vom damaligen
Kanzlerberater Horst Teltschik gewissermaßen in die richtige Tonlage gebracht wurde. Also wir erinnern uns an diese Rede im Deutschen Bundestag gewissermaßen als an die ausgestreckte Hand, die angeblich dann ausgeschlagen wurde. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind die Hauptthemen, die jetzt zu diesem Krieg geführt haben, dort schon angelegt. Die nächste Frage teilt die Kirche, es geht ein bisschen durcheinander, aber das macht nichts. Ja, stellen Sie einfach Ihre Fragen. Ja. Teilt die Kirche Putins Sicht über die Rolle Russlands oder hält sie nur machtpolitisch zu ihm? Ja, auch das ist eine wichtige Frage. Ich hatte ja kurz Kirill, den Patriarchen Kirill angesprochen, der in seinen Predigten seit dem 24. Februar sich bedingungslos hinter Putin gestellt hat. Ich glaube eben, das ist nicht nur einfach machtpolitisches Kalkül. Bei den Ostkirchen ist es ja so, dass wir dort das Phänomen des Caesaropapismus haben. Also das Staatsoberhaupt ist per Definition auch das Kirchenoberhaupt, während wir ja im westlichen Kontext, also zumindest im römischen Katholizismus, eine Doppelspitze haben. Das hat ja auch zu einer historischen Ausbildung von doppelten Loyalitäten bei den Bürgern geführt. Nicht, also man war zwar einerseits dem König untertan, aber andererseits auch dem Papst. Und das hat natürlich, Stichwort Canossagang, auch historisch zu Reibereien geführt. Bei der Kirche ist es so, in der Ukraine gibt es ja immer noch eine orthodoxe Kirche, die dem Moskauer Patriarch untersteht. Und die Priester dieser Kirche in der Ukraine, die dem Moskauer Patriarch untersteht, die haben sich übrigens gegen den Patriarchen Kirill gewendet und schließen ihn jetzt auch nicht mehr in die Fürbitte ein. Die nächste Frage, wie weit ist der Rückhalt Putins in großen östlichen Teilen von Russland vorhanden? Zum Beispiel ja gut, denn die sind doch keine Russen. Vielleicht kann ich das mit der Frage verbinden, die Sie eingangs ja schon angesprochen haben. Sie hatten darauf Bezug genommen, dass diese ganzen ideologischen Versatzstücke, die so ein bisschen das Weltbild von Putin ausmachen, dass das keineswegs nur auf Putin begrenzt ist, sondern dass im Grunde diese, wie hatten Sie es genannt, diese Technologien der Seele an Elemente anschließen können, die ja durchaus von der russischen Gesellschaft als Ganzes geteilt werden. So hat es jedenfalls verstanden. Ja, so ist es. Ich fange vielleicht beim letzten Punkt an. Also es gibt Umfragen auch von unabhängigen Meinungsforschungsinstituten, die sagen, dass zum Beispiel die Erzählung des Kremls über die NATO geglaubt wird. 3 von 4 Russen sind überzeugt, dass die NATO eine feindlich gesinnte Organisation ist, die auch Angriffsgelüste gegenüber Russland hegt. Und es ist tatsächlich so, eben, dass Putin hier eigentlich auf eine ganze kulturhistorische Tradition zurückgreifen kann. Also ich erwähne jetzt nur die slawophilen Denker, zu denen übrigens auch Dostojewski gehört hat im 19. Jahrhundert, die davon überzeugt waren, dass die zivilisatorische Rückständigkeit Russlands ein Vorteil sei, weil nämlich Russland nicht verdorben sei durch die westliche Zivilisation, eben durch die Atomisierung der Gesellschaft, durch die Verrechtlichung des Staates, sondern eben das Russland organische Gesellschafts- und Staatsmodelle erfolgreich implementieren könne. Dann eben die Frage zum Osten der Russländischen Föderation. Dort gibt es in der Tat eben sehr viele Föderationssubjekte, in denen indigene Völker leben. Und es gibt ein interessantes Buch, das heißt, trägt den Titel Uneiniges Russland. Das hat eine Journalistin vor einigen Jahren in Moskau publiziert. Und Uneiniges Russland ist natürlich eine ironische Anspielung auf die Regierungspartei Einiges Russland. Und sie hat sehr wohl eben auch ganz starke regionale Identitäten in der Russländischen Föderation feststellen können. Das muss ich Ihnen als Bayern ja nicht sagen. Sie haben ja auch eine starke regionale Identität und eben da wird ja auch immer mal wieder drüber diskutiert, was ist denn überhaupt der Status des Freistaates Bayern in der Bundesrepublik? Und eben man hat das ja jetzt auch wieder mit der Kanzlerkandidatur von Söder gesehen, nicht? Also dieses Verhältnis München
Berlin ist durchaus spannungsreich. Und dasselbe gilt natürlich auch für viele in russische Teilrepubliken im Osten, vor allem zum Beispiel auch Tatarstan an der Wolga. Moskau ist dort weit weg. Man schaut mit Misstrauen auf dieses Machtzentrum und hütet eigentlich eben seine eigenen Kompetenzen sehr, sehr deutlich. Also eigentlich wie jede Föderation, also auch die Schweiz, gibt es natürlich eben dieses Phänomen eines durchaus unterschiedlich stark ausgeprägten regionalen Bewusstseins. Aber Sie haben völlig recht, eben in Sibirien gibt es seit jeher dieses ja fast amerikanische Pionierbewusstsein. Wir sind diejenigen, die die Städte bezogen haben. Wir sind diejenigen, die hier in unwirtlichen klimatischen Bedingungen leben. Und wir sind diejenigen, die dieses Land eigentlich erobert haben. Noch eine Frage, wie sieht Putin die restlichen slawischen Völker, den Balkan beispielsweise? Ja, auch hier muss man differenzieren. Da gibt es natürlich die großen Freunde, das sind die Serben. Da gibt es eine ganze Reihe von Kooperationsprogrammen und gibt dann auch Propagandaaktionen von Russland in Serbien selbst. Also die serbische und die russische Fahne haben ja nur verteilte blaue und rote Farben. Und da gibt es so emblematische Schleifen, die eigentlich diese Verbindung der Brudervölker symbolisieren. In Belgrad gibt es seit einiger Zeit auch ein Denkmal für einen russischen Zaren. Ich würde sagen, dass das Verhältnis zwischen Serbien und Russland ist jetzt nicht ganz so rosig, wie man das in Moskau gerne sehen würde. Nicht? Also Vucic, der serbische Regierungschef, fährt ja einen ganz klaren Zickzackkurs zwischen Europa und Russland und signalisiert jeweils der anderen Seite, nicht? Also wenn ihr uns nicht entgegenkommen wollt, dann kann ich auch in die andere Richtung gehen. Und vielleicht noch in Bulgarien, da ist jetzt in den letzten Wochen Erstaunliches passiert. Nicht? Also die Russophilie in Bulgarien war ja immer überschwänglich. Nicht? Also in der bulgarischen Nationalerzählung gelten die Russen nach wie vor als die Befreier vom osmanischen Joch, wenn sie in Sofia waren. Nicht? Da gibt es die große Alexander Nevsky-Kathedrale. Und davor steht ein Denkmal für Alexander II., den Befreierzaren. Und in Russland war immer eine positive Kraft in Bulgarien. Und jetzt aber seit dem Überfall auf die Ukraine haben sich da die soziologischen Verhältnisse radikal geändert. Also während es vorher eigentlich eben eine Zustimmung von 75% zu Russland gab, hat sich das jetzt seit dem 24. Februar genau umgekehrt. Frau Weller, Sie haben sich gemeldet. Bitte stellen Sie doch einfach Ihre Frage. Ja, ich hätte eine Frage nach einer Einschätzung von Ihnen. Es wird ja jetzt immer viel gesagt, so die russische Armee kommt nicht so voran, wie es eigentlich sein sollte. Der Nachschub fehlt. Vielleicht fehlt es auch an der Logistik. Könnte es Ihrer Meinung nach auch eine andere Erklärung dafür geben, eine Strategie von Putin, die vielleicht nicht so offensichtlich klar ist? Ja, also viele Militärbeobachter sagen ja, dass, wie soll ich sagen, die falsche Annahme, dass die Russen als Befreier begrüßt worden wären in der Ukraine, die ganze militärische Strategie bestimmt hatte. Man hatte die Fallschirmjäger und die Nationalgarde vorangeschickt. Und die Fallschirmjäger und die Nationalgarde sind aber eigentlich Polizeieinheiten. Die sind eigentlich dazu da, nach einem erfolgreichen Vormarsch der Armee einzelne Sabotageakte zu verhindern. Und man war davon ausgegangen, eben, dass im Prinzip die Lastwagenkolonnen buchstäblich an den ukrainischen Tankstellen tanken können und in diese 60 Kilometer lange Kolonne, die ja lange vor Kiew stand, die ist einfach nicht weitergekommen aus zwei Gründen. Erstens mal, weil es keinen Treibstoff gab und zweitens, weil die Kolonne eben von Partisanen aus dem Hinterhalt angegriffen wurde und eigentlich komplett schutzlos war, eben weil man
in ideologischer Verblendung geglaubt hat, die Kolonne braucht gar keinen Schutz, sondern eben die wird dann gewissermaßen von der jubelnden ukrainischen Bevölkerung unterstützt. Und ich denke, das ist etwas, was man in Rechnung stellen muss. Es gibt ja vielleicht. Kann ich da eine Nachfrage stellen? Ja, klar. Entschuldigung, aber diese, was Sie jetzt ausgeführt haben, ist das jetzt mehr eine Lesart des Westens oder ist man sich da relativ sicher, dass das so ist? Oder meinen Sie, Putin könnte auch einen anderen Plan dahinter haben, den wir jetzt vielleicht gar nicht so offensichtlich sehen? Ja, nein, also ich denke, eben die Informationen, die ich Ihnen jetzt gerade gegeben habe, die stammen von russischen Militärbeobachtern, die das relativ genau beobachtet haben. Was noch ein Aspekt sein könnte, ist natürlich Folgendes. Putin ist ja auch Gefangener seines Narrativs. Er hat ja großspurig angekündigt, seine militärische Spezialoperation, die ja nicht Krieg genannt werden darf, richte sich nur gegen Einrichtungen, Militäreinrichtungen in der Ukraine und nicht gegen das ukrainische Volk. Und wenn jetzt aber der Widerstand aus dem ukrainischen Volk kommt, nicht, also dann ist er eigentlich auf verlorenem Posten, weil er natürlich, wenn seine Aktion noch irgendeinen militärischen Erfolg haben soll, jetzt natürlich eben auch gegen die Bevölkerung gegen Kombattante vorgehen muss. Und das führt jetzt natürlich auch eben die Regierungssprecherin des Außenministeriums dazu, eigentlich eben jede Dokumentation eines Beschusses von Wohngebieten einfach als Fake und Fälschung abzutun. Mhm. Es gibt ja so eine gewisse Spannung in der Deutung dieses Krieges. Das eine ist so ein bisschen das, was Sie jetzt eben auch fundiert haben durch Ihre Ausführungen, so ein imperiales Narrativ, das aufgeladen ist durch diesen Eklektizismus. Und auf der anderen Seite eine Betrachtung, die sagt, im Kern geht es doch gegen diese Demokratiebewegung und die Perzeption, die Wahrnehmung, das ist potenziell kritisch auch für die eigene Machtbasis. Also eigentlich zwei verschiedene Deutungen, ja. Wenn Sie die so in die Auseinandersetzung nehmen, wie würden Sie da die beiden gewichten? Also eben das zweite Argument ist ein wichtiges, also dass man sagt, nicht, also im Prinzip haben die Russländische Föderation und die Ukraine 1991 genau unter den gleichen Voraussetzungen begonnen, nicht? Und die Ukraine hat einen anderen Weg genommen als Russland, eben das nach 2000 dann sehr schnell diesen autoritären Weg eingeschlagen hat. Und es ist natürlich eine Bedrohung für das System Putin, wenn im südlichen Nachbarstaat sich ein sehr viel freiheitlicheres, möglicherweise sogar leistungsfähiges Modell herausbildet. Und dass sich dann die Russen fragen, ja, warum leben wir nicht so? Warum haben wir nicht dieses politische Modell? Also das politische Modell der Ukraine ist ja vor allem in der Selbstbeschreibung der Ukrainer ein westliches Modell, das eben Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, Demokratie hochschreibt. Das sind aber natürlich oft auch Übertreibungen, die der politischen Realität nicht gerecht werden. Und eben, ich denke, man muss schon sagen, dass das, was wir in Russland jetzt sehen, natürlich auch der Versuch ist, gewissermaßen diese westliche demokratische repräsentative Legitimierung eines Regierungssystems zu ersetzen durch eine andere Legitimierung. Und diese Legitimierung ist eine Legitimierung durch Ideologie, durch Geschichtsnarrative und eben da spielen genau eben diese ganz verschiedenen kulturgeschichtlichen Erzählstränge eine ganz wichtige Rolle. Die Frage ist eben, bisher hat das gar nicht schlecht funktioniert in Russland, nicht? Also diese Legitimation durch die Machtressource Geschichte hat relativ gut funktioniert bis am 24. Februar. Eben das ist von 60-90% der Russen, die Putin unterstützen, tatsächlich gekauft worden.
Ich sehe schon, wir hängen am ersten Block schon richtig fest mit vielen, vielen Fragen. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage aus dem Chat und dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter und Sie merken sich Ihre Fragen, sodass wir ganz am Ende die noch reinnehmen können. Ja, vielleicht jetzt die letzte Frage, die von Hans gestellt wird. Putin bestimmt nicht alleine die Vorgehensweise, er braucht Unterstützer. Wer ist der Machtapparat und welche Rolle spielen die Oligarchen? Wie groß ist der Machtapparat und welche Rolle spielt die Duma? Genau, wichtige Frage. Hier gebe ich Ihnen heute eine andere Antwort, als ich Ihnen vor dem 24. Februar gegeben hätte. Ich war vor dem 24. Februar überzeugt, dass Putin so eine Art Schiedsrichter-Diktator ist, der eben eigentlich gar nicht in die Details des politischen Tagesgeschäfts reinregiert, sondern der zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen Urteile fällt oder vermittelt. Also und eben die wichtigsten Gruppen sind hier natürlich eben die Silowiki, das sind die Vertreter der Machtministerien und der Geheimdienste. Dann gibt es die liberalen Insider, zu denen mal Medvedev gehört hatte vor langer Zeit. Dann gibt es die Oligarchen, die hier ihre Interessen einbringen. Dann gibt es die staatsnahen Betriebe, also ein ganzes System. Und nach dem 24. Februar bin ich jetzt allerdings überzeugt, dass im Prinzip dieser absolut fatale Entscheid zum Überfall der Ukraine von Putin allein gefällt wurde. Kann man übrigens auch an einem interessanten Detail beweisen. Putin hat eine eigene Yacht in der Ostsee und auch die Yachten eben seiner führenden Minister, der Chefbeamten und der Oligarchen waren irgendwo in der Ostsee verteilt. Und vor dem 24. Februar ist eine einzige Yacht, nämlich die von Putin, nach Kaliningrad, also ins ehemalige Königsberg, in den Hafen eingelaufen. Und hier sieht man sehr deutlich, nicht, dass es Putin seine eigene Yacht vor Konfiskation geschützt hat, weil er wusste nicht, also was möglicherweise die Folgen seiner Entscheidung sind. Und ich bin überzeugt, dass er diese Entscheidung relativ alleine gefällt hat und sie auch dem innersten Machtzirkel erst relativ spät mitgeteilt hat, weil ich denke, diese Entscheidung, die wir jetzt sehen seit dem 24. Februar, dermaßen fatale und katastrophale Folgen, dass die eben sowohl von der engsten Entourage von Putin nicht gewollt werden können und sie können auch nicht von den Oligarchen gewollt werden. Und wir haben ja schon erste ganz, ganz schüchterne Anfragen der auch von Oligarchen gehört, eben ob man jetzt diesen Krieg nicht vielleicht doch beenden könne. Aber damit haben sie natürlich keine Chance. Aber es stellt sich natürlich dann sofort die Frage, wie ist das möglich, ja, dass eine einzelne Persönlichkeit, wenn ich sie richtig verstanden habe, die ja offensichtlich gegen die Interessen einer der next umlaufenden Machtentourage gerichtet ist, sich tatsächlich an der Macht halten kann. Auf was stützt sie sich letztendlich? Ja? Was ist die eigentliche Machtbasis? Also ich denke, im konkreten Fall ist es ganz klar die Armee mit Verteidigungsminister Shoigu an der Spitze. Shoigu ist eigentlich eine schwache Figur, komplett von Putin abhängig, absolut loyal, ein Ja-Sacker und Abnicker. Und das Problem ist eben, dass Putin offensichtlich in der Lage war, gewissermaßen über diesen einen Befehlskanal in die Armee hinein an allen anderen Entscheidungsträgern, potenziellen Entscheidungsträgern vorbei, den Befehl zum Einmarsch zu geben. Und eben im Moment ist es noch nicht zu einer Elitenflucht gekommen. Und eben ein Teil der Frage bezog sich ja noch auf die Duma. Die Duma ist eigentlich seit 2012 den Massenprotesten eigentlich auch noch ein Abnickgremium für die Politik von Putin und seiner Regierung. In Russland spricht man sogar vom wild gewordenen Drucker. Also das bezieht sich auf die absolut absurden Gesetzesvorlagen, die die Duma
im Akkord ausspuckt. Die letzten Gesetze, die wir gesehen haben, waren ja diese drakonischen Strafen eben für die Unterstützung von angeblichen oder für die angebliche Unterstützung von fremden Mächten oder für ein Vergehen, in dem man den Krieg als Krieg bezeichnet. Und auch da eben Artikel 93 der russischen Verfassung sieht ein Impeachment vor. Man könnte also, wenn ein Drittel der Abgeordneten zum Schluss kommen, dass Putin entweder Hochverrat begangen hat oder ein schweres Verbrechen, was aus unserer Perspektive ja wahrscheinlich zutrifft, eben könnte ein Impeachment-Verfahren eingeleitet werden. Dem müsste dann in einer Abstimmung zwei Drittel der Duma folgen, aber im Moment zumindest ist das natürlich absolut illusorisch. Herr Schmidt, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Zäsur zum zweiten Teil, ja. Sonst laufen wir jetzt schon an den Fragen fest und Sie merken sich einfach die alle nicht gestellten Fragen. Wir kommen nachher darauf zurück. Genau, eben das zweite Kapitel ist auch kürzer. Hier geht es um Geopolitik. Ich wollte nur nochmals kurz auf eben diese Geschichte mit der NATO eingehen, die Sie ja alle kennen. Der erste NATO-Generalsekretär hat den Zweck der NATO sehr schön so zusammengefasst: to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Und eben das ist etwas, was schon sehr früh den Zorn der Sowjetunion erregt hat. Nicht? Also hier sehen Sie eine grafische Darstellung der NATO-Osterweiterung und Putin war vor allem hier über die grün eingefärbten Gebiete verärgert. Das sind eben die ehemaligen Staaten des sogenannten Ostblocks und ganz im Norden sehen Sie sogar drei Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen, die 2004 der NATO beigetreten sind. Und im Kreml spricht man ja oft von der Umzingelung durch die NATO. Und da zeige ich gern diese Karte jeweils. Hier sehen Sie links oben rot eingefärbt die gemeinsamen Grenzen zwischen NATO-Staaten und Russland. Und hier sehen Sie, dass das nicht gar so dramatisch ist, wie Russland das sieht. Was wichtig ist, das geht oft vergessen, ist die Tatsache, dass die Sowjetunion bereits 1954 ein offizielles Beitrittsgesuch an die NATO gestellt hat. Und wir wissen genau, was der Grund dafür war, weil der damalige Außenminister Molotow, das ist übrigens derselbe mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt 15 Jahre vorher, in einem Brief ans Präsidium des obersten Sowjets seine Beweggründe erläutert hat. Und er hat gesagt, wir möchten jetzt dieses Beitrittsgesuch zur NATO stellen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen sie uns auf, das ist unwahrscheinlich, aber wenn das passiert, dann können wir die amerikanische Hegemonie in der NATO von innen heraus herausfordern. Oder, was wahrscheinlicher ist und was dann auch tatsächlich passiert ist, die NATO nimmt uns nicht auf. Und dann können wir vor der Weltöffentlichkeit mit dem Finger auf die NATO zeigen und sagen eben, das ist keine Sicherheitsarchitektur für Europa, sondern das ist ein gegen die Sowjetunion gerichtetes westliches Militärbündnis. Und dann hat man als Antwort darauf im Jahr 1955 den Warschauer Pakt gegründet, eben wo das die Militärorganisation der ehemaligen sozialistischen Staaten in Europa. Das hat dann eben 45 Jahre lang den Kalten Krieg geprägt, diese Gegenüberstellung von NATO und Warschauer Pakt. Und eben Bewegung ist dann in diese ganze Sache gekommen bei den Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung. Und eben was Putin ja immer wieder anführt, ist dieses berühmte Zitat von James Baker, dem damaligen Außenminister, der gegenüber Michail Gorbatschow in einem privaten Gespräch gesagt hat, eben die NATO würde sich not one inch eastward, also keinen Zoll nach Osten bewegen, wenn das vereinte Deutschland gewissermaßen
wenn Deutschland sich vereinigen könne. Das war erstens allerdings eben nur eine informelle Anfrage. Das wurde nie irgendwie als Vertrag festgelegt. Und es bezog sich damals sogar auf die, ja, auf die unrealistische Vision, dass die neuen Bundesländer nicht Teil der NATO sein würden und gewissermaßen nur die alten Bundesländer in Deutschland weiterhin in der NATO verbleiben würden. Am Schluss ist es dann so herausgekommen, im 2+4-Vertrag steht explizit, das vereinte Deutschland hat militärische Bündnisfreiheit und es wurde dann tatsächlich als eine NATO-Mitgliedschaft ausgelegt. Was ist da dazwischen passiert? Passiert ist dazwischen der Zerfall der Sowjetunion. Gorbatschow hatte überhaupt keine Machtbasis mehr zu Hause. Jelzin hat ihn an allen Fronten bekämpft und eben der Sicherheitsberater der Amerikaner hat das dann später mal eben sehr ja, salopp formuliert. Er hat gesagt, wir haben die Sowjets einfach raus, also mit Bestechungsgeld raus gedrängt. Das war eben ein Millionenkredit der Bundesrepublik, die eigentlich dann eben für den Abzug der Roten Armee aus der DDR gedacht war. In den 90er Jahren kam es dann eben zu diesen ja, Debatten um einen allfälligen russischen NATO-Beitritt. Boris Jelzin hatte schon sehr früh 1991 erklärt, ein russischer NATO-Beitritt sei ein langfristiges Ziel. Das hat man im Weißen Haus abgeklärt und ist dann zum Schluss gekommen, ja, wenn sich Russland zu einem demokratischen Rechtsstaat entwickelt, dann ist das möglich. Gleichzeitig haben aber dann eben vor allem auch Polen, Tschechien und Ungarn heftig in die NATO gedrängt und das ist dann in den 90er Jahren passiert. Und man hat aber gleichzeitig auch Rücksicht genommen auf Russland und hat eigentlich direkt nach der Ankündigung der NATO-Beitritte dieser drei ehemaligen Ostblockstaaten Polen, Tschechien, Ungarn im Jahr 1996, das war die Ankündigung, im Jahr 1997 die NATO-Russland-Grundakte ins Leben gerufen und man hat das dann 5 Jahre später, 2002, auch institutionalisiert in den NATO-Russland-Rat. Aber eben grundsätzlich kann man auch sagen, eben das sind Verwerfungen, die natürlich zumindest in der Begründung dieses Kriegs vom 24. Februar bei Putin eine ganz wichtige Rolle spielen. Dann eben Geopolitik. Hier spielt dieser Mann vielleicht nicht als direkter Einfluss, aber möglicherweise als Stichwortgeber eine Rolle. Alexander Dugin ist ein rechtsradikaler Philosoph, der sich profiliert hat politisch als Begründer der sogenannten eurasischen Bewegung in Russland. Was ist Eurasismus? Die eurasische Bewegung ist bereits in den 20er Jahren im russischen Exil entstanden, vor allem in Bulgarien. Und man hat gesagt, eben die ganze Welt ist in sogenannte große Kulturräume unterschieden. Und hier sehen Sie eben vor allem oben rechts jetzt im Nordosten den sogenannten eurasischen Großraum, der direkt an den europäischen Großraum anschließt. Und hier wird gewissermaßen eine zivilisatorische Einheit angenommen. Auch das ist ein wichtiger inhaltlicher Antreiber in dieser geopolitischen Überzeugung von Putin. Zurück geht das eigentlich sogar lustigerweise auf ein westliches Theoriemodell. Sie kennen vielleicht Samuel Huntington, der in den 90er Jahren mit seiner Theorie des Clash of Civilizations, Deutsch Kampf der Kulturen, berühmt geworden ist. Und seine Hauptthese war die, dass im 21. Jahrhundert die wichtigsten Konflikte nicht mehr zwischen Nationalstaaten wie im 20. Jahrhundert ausgetragen werden, sondern zwischen Zivilisationen. Und hier sehen Sie, welche Zivilisation Huntington identifiziert hat. Sie sehen hier in dunklem Blau den sogenannten Westen
Und hellblau wäre dann die orthodoxe Zivilisation. Und hier sehen Sie, dass die Ukraine ganz selbstverständlich Teil dieser orthodoxen Zivilisation ist. Und eben auf solchen Modellen baut natürlich auch der Neo-Eurasismus etwa von Alexander Dugin auf. Das Ganze hat dann auch eben Eingang in die Populärliteratur gefunden. 2006 gab es ein Buch eines rechtskonservativen Publizisten, Michail Jurew, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Dritte Imperium. Und dieses Dritte Imperium ist aufgebaut als der fiktive Bericht eines brasilianischen Soziologen, der im Jahr 2053 nach Europa reist und ergründen will, warum die russische Zivilisation so erfolgreich ist. Und hier sehen Sie eben die Welt, wie sie in diesem Roman im Jahr 2053 ist. Es gibt nur noch 5 Staaten und es gibt die Amerikanische Föderation, die ganz Nord- und ganz Süd um Amerika umfasst. Und in Eurasien gibt es das russländische Imperium, das von Lissabon bis Vladivostok reicht. Und eben das sind natürlich auch eben literarische Fantasien, die sich auf diese geopolitische Ideologie des Eurasismus beziehen. Und eben Leute wie Jurew sind auch eben entschiedene Unterstützer von Putins aggressiver Politik gewesen. Putin selber hat eben diese Geopolitik auch in einem Artikel in The National Interest im Juni 2020 formuliert. Dieser Artikel ist übrigens frei aufgeschaltet. Also wenn Sie diesen Artikel googeln, dann können Sie das nachlesen. Und hier sagt der Putin eigentlich, dass die wahre Lektion des Zweiten Weltkriegs eigentlich die sei, dass eigentlich alle wichtigen geopolitischen Fragen der Weltgeschichte von den ständigen Mitgliedern im UNO-Sicherheitsrat entschieden werden sollen. Und das ist eigentlich eben das positive Projekt, das am Ende dieses Überfalls auf die Ukraine hätte stehen sollen. Nicht? Also Russland wäre eine starke Macht gewesen mit einer großen Softpower und hätte dann gewissermaßen auf Augenhöhe mit China, Großbritannien, Frankreich und den USA in diesem Fünferclub die großen Fragen der Weltgeschichte entschieden. Dann stoppe ich hier nochmal. Schalte mein Mikrofon wieder ein. Kann Sie wieder auffordern, schreiben Sie einfach Ihre Fragen in den Chat oder melden Sie sich. Sie können Ihr Mikrofon freigeben, dass wir den nächsten Fragekomplex hier einleiten können. Bitte, Sie sind dran, nutzen Sie einfach die Gelegenheit. Sie sollen das Wort haben. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu den ganzen Fernsehsendungen, die Sie ja von morgens bis abends anschauen können, dass Sie einfach jetzt nachfragen können. Nutzen Sie einfach die Gelegenheit. Bitte, Sie sind dran. In den Chat schreiben oder sich einfach melden. Ja, hallo. Die letzte Folie, die habe ich nicht verstanden mit diesem Munich Betrayal. Wenn wir die nochmal anschauen könnten, kurz. Ja, Moment. Schauen, ob ich das hinkriege. Oder einfach nochmal erklären. Ach so, die hier meinen Sie? Ja. Also eben, das ist ein Artikel, den Putin im Sommer 2020 in Amerika veröffentlicht hat. Und eben da gibt es, also eben den Munich Betrayal, da sagt, das ist eine der, wie soll ich sagen, Ideen, der geschichtlichen Ideen von Putin, der gesagt hat, eigentlich der eigentliche Auslöser des Zweiten Weltkriegs war nicht der Hitler-Stalin-Pakt, sondern eben der Verrat von München, nicht, als man, als vor allem Großbritannien und Frankreich die Tschechoslowakei aufgegeben haben und eben im Abkommen von Münich, von München den Einmarsch der Nazis in der Tschechoslowakei ermöglicht haben. Also es geht hier zunächst mal um die Abwehr eben dieses westlichen Vorwurfs, eben dass eigentlich dieser Schulterschluss
von Sowjetunion und Nazi-Deutschland im Hitler-Stalin-Pakt den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Und Putin richtet hier eigentlich seine Aufmerksamkeit auf das Ende des Zweiten Weltkriegs und sagt, ja, wir müssen auch heute wieder zusammenkommen, wie die Großen der Weltpolitik in Potsdam, Teheran und Jalta am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir müssen uns über die Landkarten beugen und mit dicken, fetten Rotstiften Einflusssphären auf die Landkarte einzeichnen. Okay. Die nächste Frage, wie stellt sich Putin das Schlucken der freien Staaten vor? Der freien Staaten vor, ja. Also eben die literarische Fiktion des Dritten Imperiums ist natürlich, wie soll ich sagen, eine reine Fiktion. Das Schlucken der freien Staaten nicht, also das sieht man ja jetzt sehr deutlich am Beispiel von Weißrussland und der Ukraine. In Weißrussland ist ja der Diktator Lukaschenko seit den Protesten, die im August 2020 nach der gefälschten Präsidentschaftswahl eingesetzt haben, komplett geschwächt und sein politisches Überleben hängt ganz von der Unterstützung von Putin ab. Und eben da wird eigentlich, also Putin hat darauf gerechnet, eben, dass er als starker Führer auch von der belarussischen Bevölkerung akzeptiert werden wird. Und in der Ukraine hat er dasselbe gedacht, nicht? Also Putin und seine engste Entourage waren überzeugt, dass Russland über eine erhebliche Softpower verfügt, weil sie sich eben gegen diesen verderblichen Liberalismus, gegen die westliche Dekadenz, gegen die westliche Konsumkultur richten, gegen das, was aus einer russischen Perspektive auch McDonaldisierung genannt wird, und dass das in der Überzeugung in der russischen Führung in einer großen Mehrheit in den in Staaten, die an Russland angrenzen, auf Resonanz stoßen wird. Und in diesem Sinne eben wären da gar keine großen Militäraktionen vonnöten, sondern eben man hätte gewissermaßen alle diese freien Länder erlöst. Es gibt ja da auch wieder sozusagen zwei Gewichtungen, die gegeneinander stehen. Das eine ist ja, was bisher so eine durchaus verbreitete Position war, die Verständnis dafür gesehen hat, für eine russische Position, die sich bedroht fühlt durch die Ausweitung der NATO, ne, die sozusagen defensiv reagiert. Ne. Dem gegenüber steht ja jetzt diese Deutung, die Sie so ein bisschen jetzt auch uns nahegebracht haben, dass eigentlich eine imperiale Vision im Kern schon von immer angelegt war. Ja, wenn Sie das jetzt ein bisschen noch gewichten würden, das wäre interessant. Und ich darf das vielleicht gleich verbinden mit den zwei, drei nächsten Fragen und dann doch vorschlagen, dass wir vielleicht den letzten Teil wegnehmen, weil ich glaube, viele Fragen dann sich dann auch an Ihre Zukunftsszenarien anbinden werden. Mhm. Einmal nur noch ein Hinweis, dass dieses Eurasische Reich, von dem die Rede war, ja relativ groß angelegt sein würde, nämlich Bulgarien, Rumänien, Ungarn, die Slowakei einschließt. Dann noch eine Frage, die einen ganz anderen Hintergrund dieser Besetzung von Krim und Einmarschen der Ukraine ins Gespräch bringt, nämlich die ökonomischen Interessen, also die Gas- und Ölressourcen, dass es da im Kern darum geht. Also gar nicht so um imperiale Visionen und Träume, sondern um handfeste Wirtschaftspolitik sozusagen, Wirtschaftsinteressen. Und die letzte Frage, die ich jetzt im Chat sehe, was für Gefahren gehen von dem eventuellen Beitritt von Schweden beispielsweise zur NATO aus? Also nochmal ein ganzes Konglomerat. Und wenn Sie alle einverstanden sind, dann würde ich jetzt eher vorschlagen, weil wir jetzt schon kurz vor 21 Uhr sind, wir sind jetzt nicht wirklich limitiert, aber ich möchte so ein bisschen das Ausfranzen am Ende vermeiden, dass wir dann nach der Beantwortung dieser Fragen den letzten Teil reinnehmen und dann noch Zeit haben für die Schlussfragen. Ne?
Jetzt, Herr Schmitz, haben Sie ein ganzes Paket. Also nochmal, die zwei Gegenüberstellungen, defensive Haltung, imperiale Vision, genau. Ja, die ökonomische Fundierung, also es gibt eine ganz andere Erklärachse, es geht eigentlich gar nicht um Bedrohung, es geht auch gar nicht um irgendwelche historisch legitimierten Visionen, sondern es geht um handfeste Wirtschaftsinteressen, ja. Und dann die Frage nochmal, wie wird sich das nochmal neu verschieben, wenn die Schweden beitreten? Also vielleicht zur ersten Frage, nicht? Also wie berechtigt sind diese russischen Einkreisungsängste? Ich denke, im Grunde genommen geht es um die Frage, nicht? Also soll es im 21. Jahrhundert noch Einflusssphären geben? Sollen tatsächlich die Supermächte entscheiden können, nicht? Also welchen sicherheitspolitischen Status neue unabhängige Nationalstaaten wie die Ukraine haben? Oder sollen eben diese Staaten ein souveränes Recht haben? Und viele haben ja darauf hingewiesen, nicht? Also das ist jetzt gewissermaßen der russische Kuba-Moment. Und der Unterschied ist natürlich aber, dass 1962 auf Kuba Raketen stationiert wurden. Und jetzt geht es ja eigentlich nur um den Beitritt der Ukraine. Und das muss man ja auch deutlich sagen, nicht? Also nach 1999 ist ja in den osteuropäischen NATO-Staaten sind keine fremden NATO-Truppen stationiert worden. Das ist erst eben in den letzten 2-3 Jahren passiert. Und das sind auch nur ganz kleine Kontingente, die auf einer Rotationsbasis dort sind, damit eben die NATO-Russland-Grundakte nicht verletzt wird. Dann die Frage von eben dass der Einmarsch und die Besetzung der Krim auch aufgrund der kürzlich entdeckten großen Gasölressourcen im Schwarzen Meer passiert ist, bin ich nicht überzeugt, denn im Prinzip waren ja die Sanktionen angekündigt. Auch Nord Stream ist ja erstaunlich schnell gekippt worden von der deutschen Bundesregierung. Und eben zwar eigentlich, also wer Augen hatte zu sehen und Ohren zu hören im Kreml, der hätte eigentlich wissen müssen, nicht, dass ein solcher Angriff auf die Ukraine eben eine Rechnung auftun würde, in der eben allfällige neue Gas- und Ölreserven im Schwarzen Meer eben nur gering zu Buche schlagen würden gegenüber all den Sanktionen, eben die offiziell verhängt werden würden. Also das wurde ja alles angekündigt und man wusste, dass das noch nie da gewesen sein würde. Also von daher halte ich diese ich glaube tatsächlich daran, dass die Hauptmotivation für das, was am 24. Februar geschehen ist, ideologisch ist. Und vielleicht das Letzte, was für Gefahren gehen von dem eventuellen Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO aus. Für mich war das auch vor dem 24. Februar eines der stärkeren Argumente dafür anzunehmen, dass der Kreml sich eben nicht zu diesem Angriff entscheiden würde. Denn sogar wenn der erfolgreich gewesen wäre, wäre es ja nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Finnland und Schweden der NATO beitreten. Also Finnland hat ja im Gegensatz zu Schweden die sogenannte NATO-Option. Ich nehme an, wenn dieser Konflikt sich etwas beruhigen wird, wird man in Finnland sehr ernsthaft über die Aktivierung dieser NATO-Option nachdenken. Schweden hat diese NATO-Option noch nicht und ich denke, im Moment laufen auch im schwedischen Parlament schon Debatten darüber, eben, dass man jetzt auch wie die Finnen eine solche NATO-Option braucht, die man dann im Notfall relativ schnell aktivieren könnte. Aber gleichzeitig ist in beiden nordischen Staaten auch die Überzeugung da, dass in der heißen Phase eines solchen Konflikts natürlich nicht die Sicherheitsarchitektur abrupt geändert werden sollte. Aber eben, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, dass Schweden und Finnland tatsächlich in die NATO eintreten. Und ich glaube auch, dass das für den Kreml eigentlich vorhersehbar gewesen wäre. Herr Schmidt, ich würde Sie bitten zum letzten Teil. Da hatten wir ursprünglich angenommen, er wird die meisten Fragen auslösen. Und wir sind jetzt schon 1,5 Stunden durch. Ja? Ich darf Sie einfach bitten.
Genau, also der ist auch ganz kurz. Das ist ja das, was wir alle wissen wollen, nicht? Und wo ich natürlich selber auch ratlos bin. Wie geht dieser Krieg weiter? Und im Wesentlichen sehe ich drei Szenarios. Das erste Szenario nenne ich das Szenario Donbass. Es kann sein, dass im Prinzip die gesamte Ukraine, wahrscheinlich mit Ausnahme der Westukraine, also vor allem Galizien rund um Lemberg, in den nächsten Monaten und Jahren dasselbe Schicksal erleiden wird wie der Donbass in den letzten 8 Jahren. Das heißt also, wir werden einen Zustand haben, der weder Krieg noch Frieden ist. Die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Grundlagen der Ukraine werden nachhaltig zerstört werden und Russland wird alles tun, um die gesamte Ukraine zu destabilisieren. Es wird zu keiner Besatzung kommen, es wird der Staat wird möglicherweise irgendwo im Untergrund weiter existieren. Präsident Zelensky muss weiter um sein Leben fürchten und sich versteckt halten. Ehrlich gesagt halte ich das Szenario 1 für das Wahrscheinlichste, einfach weil alle anderen Szenarien eben auf Voraussetzungen beruhen, die unwahrscheinlich sind. Das zweite eben wäre Waffenstillstand, Neutralisierung der Ukraine und Abzug der russischen Truppen. Was sind die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand? Sie haben sich haben vielleicht gesehen, dass sich sogar David Richard Precht zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja, die Ukrainer sollen sich doch einfach ergeben. In der aktuellen Situation eben könne man so weiteres Blutvergießen und weitere Zerstörungen vermeiden. Und auf den ersten Blick ist das ja eben ein verführender Gedanke, nicht? Warum hört man nicht einfach auf zu kämpfen? Das ist unmöglich, weil im Moment natürlich auch schon so viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen worden sind in der Ukraine, dass im Prinzip alles, was auf einen solchen Waffenstillstand hinauslaufen würde, von der breiten Bevölkerung und erst recht von den Partisanen, die jetzt überall kämpfen, als absoluter Verrat wahrgenommen wird. Also es gibt mittlerweile auch schon erste Erhebungen, also soziologische Erhebungen in der Gesamtukraine. Und da sehen wir, dass etwa 85% der Befragten absolut gegen einen Waffenstillstand sind und sagen nicht, also wir müssen die Aggressoren mit aller Kraft bekämpfen. Neutralisierung, das ist ja etwas, was Macron schon in seinen mehrfachen Kiew-Besuchen versucht hat, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu verkaufen. Zelensky hat das abgelehnt, so wie es auch ja jetzt ablehnt. Und eben in diesem Sinne, denke ich, ist Waffenstillstand und Neutralisierung erst dann ein realistisches Szenario, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man eigentlich eben nahe einer Kapitulation ist. Abzug der russischen Truppe kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, nicht? Also ist für Putin mit einem absoluten Gesichtsverlust verbunden, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, Szenario 2 ist für mich eigentlich ein nicht realistisches, höchst unwahrscheinliches Szenario. Szenario 3, Eskalation NATO-Russland, das kommt ja jetzt auch immer wieder mal vor, dass man sagt, ja, eben möglicherweise kommt es zum Dritten Weltkrieg, allenfalls sogar zum Einsatz von taktischen, im schlimmsten Fall sogar von massiven Atomwaffenschlägen. Auch das hier halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ja sowohl die USA als auch die NATO schon vor dem Krieg ganz klar erklärt haben, sie werden eine direkte Konfrontation der NATO und Russlands vermeiden. Ist ja, solange kein NATO-Staat angegriffen ist, auch nicht gegeben, eben der berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrags,
setzt eigentlich eben einen direkten Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat voraus. Und in der Vergangenheit haben wir natürlich immer wieder mal gesehen, dass Russland eben austestet, was denn eben von der NATO als ein Angriff taxiert werden würde, nicht also Verletzung der Lufthoheit, Cyberattacken. Nicht also auch hier ist natürlich die Definition entscheidend, was eine Attacke ist. Aber eben, ich denke, wir haben jetzt schon eine Lose-Lose-Situation und das Szenario 3 wäre dann die absolute Lose-Lose-Situation, die wirklich in die Weltkatastrophe hineinführen würde. Und eben hier sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ist Putin verrückt? Ich denke, er ist zwar besessen von seinen geschichtsphilosophischen Ideologien, aber eben er ist nicht so verrückt, dass er sich auf ein solches Szenario 3 einlassen würde. Ja, vielen Dank. Ist natürlich schockierend, wenn man die Auswahl sozusagen betrachtet, die sie offerieren, weil irgendwie insgeheim klammert sich doch jeder an eine gewisse Hoffnung, dass dieser Krieg doch noch ein halbwegs versöhnliches Ende, kann man ja nicht sagen, aber ein Ende nimmt, mit dem man leben kann. Ja? Darf ich Sie noch mal bitten, ich weiß nicht, ob das für alle so deutlich geworden ist, die von Ihnen die von Ihnen als am wahrscheinlichsten angenommene Donbass-Variante, wie würde sich das Szenario genau darstellen? Ja, also eben, sie ist überhaupt nicht von mir favorisiert, ist auch aus meiner Perspektive absolut eine düstere Perspektive. Das würde so ausschauen, nicht? Also wir haben ja gesehen, dass am 21. Februar die Russländische Föderation die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk als eigenständige Staaten anerkannt hat. Ich denke, die werden mittelfristig, ähnlich wie die Krim, in den Verbund der Russländischen Föderation aufgenommen werden. Dann eben wird es die Zentralukraine geben, die jetzt eben schon teilweise eben von militärischen Truppen und Einheiten punktweise besetzt ist. Eben ist es klar, es wird zu keiner flächendeckenden Besetzung kommen. Ganz einfach deswegen, eben weil der Widerstand in der Bevölkerung zu groß ist und Russland eben auch nicht die finanziellen und militärischen Ressourcen hat, um eine solche Besatzung durchzusetzen. Aber sie können sehr wohl eben wie das in den letzten vergangenen 8 Jahren in Donetsk und Luhansk passiert ist, eben die Staatlichkeit der Ukraine in der Zentralukraine so weit untergraben, eben dass die wirtschaftlichen, politischen und administrativen Grundlagen in eines minimalen Funktionieren des Staates außer Kraft gesetzt sind. Nicht, dass der Staat wird dahin siechen, weitere Leute werden aus dem Land flüchten. Es werden nur noch wenige zurückbleiben. Eben die Lieferketten werden unterbrochen werden. Es wird kein funktionierendes Währungssystem mehr geben. Es wird kein funktionierendes Investitionssystem mehr geben. Die Ukraine wäre gewissermaßen einfach eine verwüstete Erde. Also und das eigentlich auf absehbare Zeit, bis Putin seinen Posten räumt, aus welchen Gründen auch immer. Es sind eine ganze Menge Fragen schon zum Teil direkt an mich eingegangen. Ich will sie gerade mal dran nehmen, soweit Sie jetzt direkt Bezug drauf nehmen. Frage 1, ein Szenario 4 gibt es nicht, Fragezeichen, Putin stürzen. Kann es nicht sein, dass es auch im Grunde gerade der erweiterte Machtzirkel in Russland selber sieht, dass diese Lose-Lose-Situation ja dermaßen gegen die auch die eigenen Interessen stößt, dass es noch eine weitere Lösung gibt. Dann die Frage, wie sehen Sie die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Sanktionen auf Dauer? Ist das nicht ein Druckmittel, ich übersetze das mal weiter, das vielleicht doch dazu beitragen kann, dass es noch andere Optionen gibt? Die dritte Frage, der Krieg ist inzwischen nah an Polen und es könnte doch schnell zum Übergriff auf NATO-Territorium kommen. Ist das nicht das Szenario 3, vielleicht doch das Wahrscheinlichste? Ja. Und dann die Frage,
Nächste Frage. Wie ist ein Wiederaufbau der Ukraine unter Ihrem Szenario 1 denkbar? Welche Fluchtbewegungen würden ausgelöst unter der Perspektive? Das heißt, die langfristige Entwicklung sozusagen dann nach dem Szenario 1. Ich glaube, da machen wir jetzt mal gerade einen Punkt, weil sonst über... Ich schaue mir gerade die letzte Frage nochmal an. Doch, die nehmen wir noch dazu. Welche langfristigen Optionen bleiben der EU und dem Westen, sollte sich die Donbass-Variante tatsächlich einpendeln? Wie lange kann Russland gegen die Sanktionen bestehen? Da schließt sich der Kreis wieder sozusagen. Ja. Genau. Ja, also vielleicht eben zum Szenario 4, Putin stürzen. Das habe ich gar nicht aufgenommen, eben weil ich es noch für unwahrscheinlicher halte als mein Szenario 2. Die Frage, die sich sofort stellt, nicht, also wer soll denn Putin stürzen? Ich habe schon kurz über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Impeachments gesprochen. Eben, ich sehe keine Kraft im russischen Parlament, die das zu Wege bringen würde. Ebenso wenig sehe ich eine Kraft im innersten Umfeld von Putin. Nicht. Also nichts eint ja eine Gemeinschaft so sehr wie ein gemeinschaftlich begangenes Verbrechen. Nicht. Und im Prinzip das Zeitfenster für ein Ausbrechen von engen Gefolgsleuten aus dieser Komplizenschaft mit Putin hat sich geschlossen. Also Lavrov hat sich ja auch schon selbst kompromittiert mit komplett absurden Aussagen zu diesem Krieg und völlig absurden westlichen Bedrohungsszenarien. Von Shoigu eben glaube ich nicht, dass etwas kommt. Auch die Direktoren der großen staatsnahen Betriebe Rosneft und Gazprom sind auf Gedeih und Verderb dem System Putin ausgeliefert. Also auch hier sehe ich nicht, wer Putin stürzen könnte. Allenfalls noch natürlich eben, wenn die öffentliche Stimmung kippt. Aber auch da eben, wir haben keine oppositionellen Strukturen mehr. Wer könnte einen solchen Protest organisieren? Nawalny sitzt im Gefängnis, ist jetzt gerade weitgehend unbeachtet von der westlichen Öffentlichkeit nochmals zu 13 Jahren Haft. Oder zumindest die Staatsanwalt hat weitere 13 Jahre Haft für ihn gefordert und auf das wird es wahrscheinlich rauslaufen. Also Nawalny, der eigentlich derjenige gewesen ist, der über die größte Mobilisierungskraft verfügt, fällt aus. Dann gibt es Ilya Yashin, der schon einige mutige Videos produziert hat, aber eben im Moment scheint das Repressionsmodell in der Öffentlichkeit zu funktionieren. Das heißt also eben, ich sehe hier eigentlich kein realistisches Sturzszenario, aber eben möglicherweise kann man jetzt überleiten zur Frage nach der Wirksamkeit der Sanktionen. Die Sanktionen waren eigentlich voraussehbar, die wurden sehenden Augenes ausgelöst, auch durch eben das aggressive Vorgehen Russlands. Noch viel härter als die staatlichen Sanktionen sind ja auch die Sanktionen, die der Markt verhängt. Nicht? Also von IKEA über Starbucks bis Lego haben sich ja große Firmen aus Russland zurückgezogen. Also das wird sich auf den Konsum der breiten Bevölkerung auswirken, genauso wie sich auch der Rubelzerfall auf den breiten Konsum und vor allem auch auf die Auslandreisen der russischen Bevölkerung auswirken wird. Nicht? Also die Frage ist, wie lange machen die Leute das mit? Hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, eben dass die Sanktionen, die auch eben das russische Wirtschaftssystem schwächen, so in vielleicht 4, 5, 6 Monaten einkicken werden. Also es hat auch damit zu tun, eben mit den hohen Devisenreserven, auf die Russland zwar nur teilweise zurückgreifen kann, aber wenn man so ein bisschen die Importe von Russland anschaut, dann kann Russland im Moment etwa ja so 5, 6 Monate von den Devisenreserven leben und nachher wird es dann richtig dunkel in Russland und dann ist eigentlich alles offen. Nicht? Und vielleicht noch die letzte Frage, welche langfristigen Optionen bleiben der EU und dem Westen, sollte sich die Donbass-Variante tatsächlich einpendeln? Nicht? Im Wesentlichen sind das die Optionen, die EU und der Westen auch bereits in den vergangenen 8 Jahren gegenüber der russischen Okkupationspolitik und der verdeckten militärischen Aggression hatten. Keine
wenn man da nicht militärisch reingehen will, hat man keine Option, nicht? Also die, also Putin und der Kreml halten die schützende Hand über eben diese Separatisten im Donbass und eben wie es Schiller im Schweizer Nationaldrama so schön formuliert, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und der gute Nachbar kann nicht eingreifen, wenn der böse Nachbar über den roten Knopf verfügt. Das ist natürlich jetzt extrem pessimistische Perspektiven, die Sie ausbreiten, Herr Schmidt. Vielleicht doch nochmal nachgefragt. Ja, ich meine, bisher ist ja die Lesart des Krieges in der Ukraine schon so, dass der Widerstand, den die Ukraine leistet, sehr viel höher ist, als es Russland erwartet hat, Putin erwartet hat. Die Kosten auch auf russischer Seite, auch an Menschenleben selber, viel größer, als es Putin erwartet hat. Die Zahlen sind immer eine schwierige Größenordnung. Die Ukraine spricht ja schon von über 10.000 gefallenen russischen Soldaten. Das ist doch schon erhebliche Opfer, die es bedeutet hat. Es kommen die Sanktionen dazu, die ja jetzt durchaus auch schon wirksam sind. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, obwohl es im Grunde so hohe Kosten bedeutet, obwohl die Sanktionen ja auch ein Stück weit wirken, glauben Sie nicht, dass es ausreichen wird, um ein Umlenken, eine Verschiebung, auch eine andere Deutung, was der Erfolg dieser Aktion bedeuten kann? Ja, ohne Gesichtsverlust, das glaube ich auch, wird Putin natürlich nicht aufhören. Aber die Modelle, dass man sagen kann, okay, man gibt vielleicht die Krim jetzt auf, ja, weil da ist nichts mehr zu gewinnen. Man erklärt die Neutralität. Könnten das nicht Positionen sein, die dazu beitragen können, dass es noch ein Arrangement gibt, das weiteres Blutvergießen verhindert und die Souveränität der Ukraine stabilisiert? Ja, also eben, das ist natürlich ein Szenario, das wir uns alle wünschen. Das irgendwie eben, das sind auch Forderungen, die ganz klar jetzt eben bei diesen Friedensverhandlungen auf dem Tisch sind. Nicht, also die Ukraine soll die Krim anerkennen, soll die beiden Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen. Auf der Demilitarisierung besteht Moskau dem Vernehmen nach nicht, aber es soll einen neutralen Status in der eigenen Verfassung festschreiben. Warum halte ich das für absolut illusorisch, dass es zu einem solchen Szenario kommen könnte? Ich glaube, dass sogar wenn die ukrainischen Verhandlungsführer sich zu so etwas bereit erklären würden, nicht, dann haben wir eine ähnliche Situation, wie wir sie eigentlich zwischen Palästina und Israel haben. Nicht? Also sogar wenn die Anführer der beiden Parteien handelseinig werden, nicht, sobald sie zurückkommen, sind sie politisch tot. Ich sehe in keinem Szenario, eine solche Anerkennung, ein solcher Deal, eben Verzicht auf Krim, Donetsk und Luhansk und Festschreibung der Neutralität von der ukrainischen Bevölkerung angenommen werden könnte. Sogar eben, wenn das Blutvergießen und die Zerstörung weitergehen. Für viel wahrscheinlicher halte ich eben so eine Art Afghanistan oder wenn Sie wollen Vietnam-Szenario. Auch die ganzen Territorialverteidigungsverbände, die wir jetzt sehen, wem unterstehen die? Kann das Verteidigungsministerium einfach sagen, ja, legt jetzt eure Molotow-Cocktails weg, gebt eure Waffen ab? Das wird nicht geschehen. Die Wut der Bevölkerung ist so groß, dass ein solches Afghanistan-Szenario viel, viel wahrscheinlicher ist. Und da muss man natürlich auch noch einräumen, dass der Moral Hazard, also der moralische Schaden, gigantisch wäre. Nicht? Also wenn man gewissermaßen diese verbrecherische militärische Aktion der Russen auch noch belohnen würde. Nicht? Also mit einem solchen
mit einem solchen Friedensschluss, mit Bedingungen, die wahrscheinlich in der Ukraine selbst, in der breiten Bevölkerung nicht durchzusetzen sind. Also eben, das ist meine zugegebenermaßen sehr pessimistische Deutung, aber eben, ich sehe keine Gründe, warum etwas anderes eben geschehen könnte. Ja, ich bin froh, dass noch eine weitere Frage kommt. Ich bin echt ein bisschen sprachlos. Welche Rolle spielen jetzt die ukrainischen Oligarchen? Ja, die sind natürlich alle auch relativ, wie soll ich sagen, weg von der Macht. Also man hat das schon nach der russischen Aggression 2014 gesehen. Die haben ja lange, lange gezögert, sich irgendwie zu artikulieren. Und viele haben sich jetzt auch so ein bisschen auf ja, halbwegs sichere Positionen zurückgezogen und warten eigentlich ab, nicht? Also wie sich die Situation entwickelt. Aber das ist ja der große Unterschied zwischen den russischen und den ukrainischen Oligarchen. Die russischen Oligarchen, die wurden alle diszipliniert und eingebunden in dieses große System Putin. Das ist in der Ukraine nie geschehen. Die ukrainischen Oligarchen eben bekämpfen einander, auch eben jeder ukrainische Oligarch, der etwas auf sich hält, hat eine eigene Fernsehkette. Aber im Moment sind die ukrainischen Oligarchen kein Faktor, also auch nicht mehr in dem Sinne, wie das 2014 war, als eben Leute wie Kolomoisky, das ist der Oligarch, der übrigens hinter Selenskyj steht, Kopfgelder ausgesetzt hat in Dnipropetrovsk, also für Separatisten, die gefasst werden. Und Kolomoisky und andere Oligarchen haben auch sogenannte Freiwilligenbataillone durchfinanziert. Und da hat man aber in den letzten Jahren versucht, eben diese Bataillone, die relativ unkontrolliert agiert haben, 2014, 2015, näher an die ukrainische Armee heranzubinden, eben damit man auch einheitliche, also nee, das ist zu viel gesagt, aber koordinierte Kommandostrukturen hat. Werden wir uns wieder an ein Szenario des Kalten Kriegs in Europa einstellen müssen? Welche Gespräche mit Russland sind denn überhaupt noch möglich? Eine Frage noch aus dem Chat. Auch das halte ich eben, das war komplett vorhersehbar, nicht? Also wenn Russland angreift, dann wird Russland zu einem Paria-Staat. Ich glaube, das ist auch Konsens eben in der überwältigenden Mehrheit der Staatengemeinschaft. Wir haben ja gesehen, wer mit Russland gestimmt hat in dieser UNO-Vollversammlungsresolution über den russischen Angriff, nicht? Also mit Russland gestimmt haben Syrien, Belarus, Eritrea und Nordkorea. Das ist so die Gesellschaft, in der Russland jetzt drin ist. Und das wird sich nicht ändern, solange eben Putin oder ein Putin ähnliches Nachfolgeregime an der Macht ist. Russland wird komplett isoliert sein. Die Frage jetzt ganz am Schluss nochmal umgebogen, jetzt auf unsere Situation. Wir haben jetzt, ist die Rede von über 3 Millionen Flüchtlingen im Moment schon, die meisten natürlich jetzt in Polen, aber doch zunehmend Geflüchtete hier bei uns in Deutschland. Die Perspektive, die viele ja jetzt noch mitbringen, ich hatte einige Gespräche, war schon so, dass man jetzt abwartet, wie entwickelt sich es weiter, man will wieder zurückkehren. Ja. Ihr pessimistisches Szenario legt natürlich nahe, wir werden uns darauf einstellen müssen und sollen wahrscheinlich, diese Flüchtlinge werden bei uns lange bleiben, weil es dann keine Perspektive groß mehr gibt. Ja. Das ist so, leite ich jetzt so ein bisschen aus Ihrer Perspektive ab. Ja, genau so sehe ich das, nicht? Also an welche Schulen, an welche Universitäten, an welche Spitäler, an welche Arbeitsplätze sollen die Leute denn zurückgehen, nicht? Also wenn das Land am Boden liegt, also wenn es kein Steueraufkommen gibt, wenn es kein Staatsbudget gibt, wenn es keinen funktionierenden parlamentarischen Betrieb gibt, wenn die Regierung gewissermaßen die ganze Zeit als militärischer Kommandostab agieren muss, ehrlich gesagt, eben kann ich mir unter dem
Szenario, das ich die Donbassisierung der Gesamtukraine genannt habe, eigentlich nicht vorstellen, dass die Leute, die jetzt flüchten aus der Ukraine, bald zurückkehren. Aber ich könnte mir vorstellen, eben, dass viele natürlich dann auch einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten werden, eben wenn es eben in einer Ära nach Putin, und ich würde sagen, das ist für mich eine harte Bedingung, nicht? Also es wird sich nichts ändern, solange Putin oder jemand von Putin eingesetzt eben die Geschicke Russlands und damit auch die Geschicke der Ukraine bestimmt. Und eben das ist für mich das Schockierendste, nicht, dass das alles vorhersehbar war, dass diese Lose-Lose-Situation vorhersehbar ist, dass Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine nicht nur die Ukraine in den Abgrund reißt, sondern sich selber auch noch. Und eben wenn man ja den Stimmen der russischen Bürger auf der Straße glauben will, dann haben die das noch nicht mal wahrgenommen. Ich würde sagen, wir haben noch zwei Fragen, die wir dran nehmen. Hat sich die Ukraine jetzt richtig als Nation gebildet? Und wenn ich es verlängern kann, die Frage zu dem Zeitpunkt, wenn man Ihrem Szenario folgt, wo diese Nationenbildung sich sozusagen gleichzeitig wieder obsolet macht, ja, durch diese deprimierende Perspektive. Ja, ja. Ja, also eben, ich denke, die Ukraine hat ein ähnliches Nationalbildung, einen ähnlichen Nationalbildungsprozess wie Italien durchgemacht. Also in Italien war es ja das Piemont, und von dort aus ist dieses italienische Projekt dann nach Südosten gewandert. Und dasselbe gilt für die Ukraine. Dort war es die Westukraine, Galizien, eben mit diesem ukrainischen Nationalprojekt, das sich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich nach Osten ausgebreitet hat, mittlerweile deutlich über Kiew hinaus ist. Und eben, was man sagen kann, nicht, das ist ein Effekt, den wir schon 2014 beobachtet haben, dass eben Regionen, die vorher überhaupt nicht besonders patriotisch waren, wie zum Beispiel Transkarpatien oder die Bukowina, nach 2014 eben sehr stark sich an dieses ukrainische Nationalprojekt angeschlossen haben. Und das hat sich jetzt natürlich nochmals verstärkt. Und die letzte Frage vielleicht nach den Auswirkungen nochmal: Fällt die Ukraine mittel- bis langfristig als Kornkammer aus, und die ganzen Konsequenzen, die natürlich daran hängen, insbesondere für die Situation in Afrika, Lebensmittelversorgung, welche Effekte hat das sozusagen weltpolitisch dann nochmal? Ja, also eben, ich traue mich nicht, das jetzt zu quantifizieren, aber das ist in der Tat eine wichtige Konsequenz. Also ich glaube nicht, dass es direkt jetzt zu Hunger kommen wird, aber eben die Lieferketten sind unterbrochen. Eben das ist Teil der Stabilisierung. Es eben wird der Außenhandel der Ukraine wird entweder zum Erliegen kommen oder dann empfindlich gestört sein. Also gibt auch hier leider kein günstiges Szenario, solange eben die russischen Panzer und die russischen Truppen im Land sind. Und ich sehe im Moment kein Szenario, unter dem sich die russische Armee zurückziehen könnte. Ich glaube, wir machen jetzt einfach eine Zäsur. Ja, wir haben alle jetzt viel zu verdauen nochmal heute Abend. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Professor Ulrich Schmidt. Ja, ich glaube, bei Ihnen ist jetzt fast 4 Uhr morgens für den Vortrag und für diesen wirklich interessanten Hintergrundinformationen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich haben einladen lassen. Man kann irgendwie so schlecht virtuell klatschen hier. Ja, ich würde es gerne laut machen. Vielen Dank, ja, auch vielen Dank dem Publikum. Sie haben ja bis zum Ende, wir haben jetzt doch ordentlich überzogen, hier alle dabei geblieben. Ich darf Sie verabschieden noch mit einem Hinweis auf die nächste Woche. Am 23. März haben wir einen der profiliertesten Rüstungskritiker der Bundesrepublik zu Gast, Jürgen Kress Wien. Er wird die Frage stellen: Wir haben ja erhebliche Änderungen auch in der außenpolitischen Orientierung der Bundesrepublik, ganz andere Geldsummen, die für die Bundeswehr bereitstellen. Wir haben gewaltige Tabus über Bord geworfen mit den Waffenlieferungen.
jetzt auch an die Ukraine. Die Frage, die Kreslin diskutieren wird, hat die Friedensbewegung überhaupt noch eine Chance oder ist sie komplett obsolet geworden? Ja? Ich finde, ein spannendes Thema, das ein bisschen auch zu kurz kommt momentan gerade, wo wir jetzt unter dem Eindruck des Krieges stehen. Nächste Woche, 23.03., auch eine gebührenfreie Veranstaltung. Würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie bei Gelegenheit wieder einladen können. Ja, das ist ja das, ja. Das Thema wird bleiben. Das Thema wird bleiben und wir werden vielleicht, wir werden die von Ihnen skizzierten Szenarien ja in der Realität bestätigt oder falsifiziert sehen. Das wird uns auf jeden Fall eine Grundlage sein für eine weitere Diskussion. Ja. Gut. Wiederschauen miteinander. Danke ja, für einen die schönen Fragen Abend Ihnen allen. Ja. Diskussion. Tschüss. Bis dann. Tschüss allerseits. Lothar? Ja? Kurze Frage, das ist der Gregor. Ah, servus Gregor, hallo. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ja, ich kam spät. Nur kurze Frage, wurde das aufgezeichnet? Das wurde aufgezeichnet, ja. Ich muss mal gucken, ob ich das so schneiden kann, dass wir datenschutzrechtlich sauber daraus gehen. Ja, ich muss mal schauen, wie es wird. Okay, also vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist ganz hoch. Ich kann das, glaube ich, blurren, was, aber ich muss mal gucken. Ich brauche da mal wieder richtig Zeit. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, ja. Also, einen schönen Abend allen noch. Ja. Bis dann. Ciao, ja, Gregor. Ciao.